Da geht's bei die Gilde und vielen Dank für eure Geduld und eure Kommentare. Es hat leider ein bisschen länger gedauert, bis es weiterging. Ich konnte jetzt aus Zeitgründen einige Tage keine Videos produzieren. Und es geht auf jeden Fall heute und danach ganz regulär weiter bei unserem guten Hans, dem kleinen Strategie-Nerd. Kein Pinkeln an Dienstagen. Ja, also das ist mir auch nochmal wichtig. Ihr Lieben, denkt bitte dran, kein Pinkeln an Dienstagen. Wendet euch bitte an den zulässigen Beschwerdebeschwerder, um eure Beschwerde beschwerdemäßig zu beschweren. Gut, dann können wir mal weitermachen. Ein Angestellter ist betrunken, das ist mir völlig egal. Okay, gut. Dann auf geht's, normale Geschwindigkeit. Und wir gucken mal. Ja, genau. Was haben wir hier oben? Ein schwerer Schneesturm wütet und ein Amt ist unbesetzt. Wo ist denn dieses Amt? In Hamburg mit Sicherheit nicht. Ein Ratsbüttel, da werden wir mit Sicherheit noch nicht für in der Lage sein. Stadtgesetze in Lübeck hatten wir uns auch schon angeguckt. Ich finde diesen Krötenschlamm und Warenschmuggel, ich finde das immer noch so krass, dass das jetzt legal sein soll. Aber gut, so, was haben wir hier? Ein Fernhandelsbericht, genau. Wir wollten ja nämlich gerne unseren Herrn Nerd, unseren Herrn Sohnemann, den wollten wir gerne losschicken. Ach Quatsch, ich zeige euch das mal im Stammbaum. Da ist es besser. Nämlich nicht ihn hier, den guten Balduin. Der ist ja mittlerweile 15 und wird bald 16. Und den können wir eigentlich bald losschicken und mal gucken, dass wir ihn mal irgendwo hinschicken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde ihn schon gerne mal in den Krieg schicken. So, er rühmt sich gerade der Erfolge. Er auch. Bin beschäftigt. Und der gute Strategie-Nerd kann dann eigentlich mal... Wir haben, glaube ich, keine Liebschaft oder so, ne? Nee. Der gute Hans kann eigentlich noch mal seine Frau küssen. Das wäre noch mal was. Und der gute Erich mit 25, mit dem müssen wir jetzt eigentlich noch mal eine neue Liebschaft eingehen bei Zeiten. Also nicht nur bei Zeiten, sondern mal so jetzt quasi. Denn er hat ja auch quasi gar nichts, ne? Also der muss auch wirklich verbotener Tanz, verbotener Kuss, eine Liebschaft eingehen. Ja, wir müssen halt hier einfach mal ein bisschen hinterhältig und listig sein, um unsere Familie voranzubringen. Und dann sollten wir mal gucken, ob wir eine junge Dame finden. Ja. Juliana. Ups. Die hat sogar gerade ein bisschen Kupfer und Eisen dabei. Das wird sicher passen, ne? Die hat eine Fruchtbarkeit von 100%, ist 21. Jo. Auf geht's. Mein Bester. Ich kann gerade nicht. Sag mal, Erich, ich habe dir gerade eine ganz klare Anweisung gegeben. Einmal dahin, bestätigen. Und einmal ab dafür. So, und der Herr Nerd reitet gerade zu seiner Frau, geschwind wie der Wind, um ihr ein Küsschen zu geben. Dann mach mal deinen Job, mein Schatz, mein Bester. Da ist die gute Sigi. Ach, wie schön. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und mein lieber Herr Nerd, du kannst eigentlich in der grob gezimmerten Hütte wieder deinen normalen Job aufnehmen. Genau. Balduin ist gerade auf einer Handelsreise, kostet uns 2000. Das ist okay. Erich und Co. sind ausgezogen, das ist auch okay. Wir wollen jetzt hier auch keinen weiteren Dreck verursachen. Das ist im Moment nicht nötig. So, wir arbeiten hier hinten hart daran und da ist der gute Erich. Hoffen wir mal, dass seine Frau schnell in die Liebe greift, beißt. Ernsthaft? Was gibt es? Gott, der muss ja... Der stinkt wie ein Iltis anscheinend. Super. Kann ich ihr... Ich kann ja nicht mal was anbieten, okay. Dann gehen wir mal in den Erichs Rumpelbude. Und jetzt sollten wir echt mal... Wir sollten mal einen Waschlappen produzieren. Ach, wir haben noch einen Waschlappen. Aha, mein Bester. Komm mal hierher. Selbstverständlich. Und was wir übrigens auch noch machen müssen, das hattet ihr auch in die Kommentare geschrieben, vielen Dank dafür. Das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall das Thema
Ich zeig's euch nochmal. Für unsere Kinder. Also ich glaube, für die beiden ist es egal. Ich will was aber Süßes für die, haben. Ja, dann kauft ihr was. Für die kleine Ursula, die würde ich eigentlich gerne in die Schule schicken. Und sie kann natürlich auch, ja, weiß nicht, ob das Sinn macht, anderen etwas vorzulesen. Bei den Nachbarn entschuldigen, Kisten am Marktplatz stapeln. Das können wir einmalig mal machen. Aber ich würde sie gerne in die Schule schicken. Und das machen wir jetzt auch mal. Dass wir sie natürlich in die Schule nach Lübeck schicken. Einmal bestätigen. Das kostet natürlich eine ganze Menge. Aber ich denke, das ist für die Kleine genau das Richtige. So, dann haben wir das ausgegeben. Und der gute Erich, mit dem werden wir uns jetzt mal darum kümmern, dass wir... dass wir uns das Wasser nehmen. Beziehungsweise den Waschlappen. Nun, wird erledigt. So, dann waschen wir uns bitte mal. Ja. So, dann stinkt er nicht mehr wie ein Iltis. Und dann gucken wir nochmal, wo die junge Dame gerade rumläuft. Da hätten wir auch was. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Hätten wir denn eine Chance bei ihr? Gucken wir mal. Wenn ihr meine Familie unterstützt, unterstützen wir im Gegenzug. Na, das ist doch nett. Friede und Strategie-Nerd. So. Ich frage mich, wo die gute Dame gerade verweilt. Das Oberhaupt einer anderen Dynastie ist verstorben. Nein. Okay, wer denn? Ugelmoser. Carola Ugelmoser ist verstorben. Eieieiei. Jetzt geht's los, Leute. Carola Ugelmoser ist verstorben. 423. Wie liegen wir? 291. Wir hatten schon mal... Wir waren schon mal auf 300, oder? Nee. Oder auch nicht. Die Frau Ugelmoser. Ja, krass. Übrigens, wenn er gerade dabei ist zu laufen... Ich würde gerne noch eine weitere Sache machen, nämlich mit euch gemeinsam einmal ins Talentbuch reingehen und schauen, dass wir hier noch weiterkommen. Ich habe einmal die Sozialkompetenz im Allgemeinen, da können wir durchaus hier so in Richtung Engstirnigkeit gehen, dass man sagt, also wir haben auch genug Punkte dafür in meinen Augen, dass man sagt, wir nehmen uns das einmal, das bringt uns eine Aufmerksamkeit. Und das hier hinten bringt uns 5% Produktivität, aber auch nur Leuten aus der Familie. Deswegen weiß ich nicht, wie sinnvoll es ist, da jetzt was auszugeben. Was ich allerdings noch sinnvoller fände, wäre, wenn wir hier unten weitergehen. Wir hätten hier zum Beispiel dann die Möglichkeit, den Wetzstein zu machen. Das haben wir noch nicht freigeschaltet. Das wäre eine Möglichkeit. Das würde uns auch gleichzeitig selbst ein bisschen helfen. Und rennt der eigentlich hin? Die Dynastie Ugelmoser hat einen neuen Titel erworben. Und Buch der Stadt. Angestellter ist betrunken. Na toll. Jetzt saufen sogar schon die Angestellten. Herzlichen Glückwunsch. Super, super, super. Und eure Dynastie wächst. Karl und Gerlinde sind stolze Eltern von dem guten kleinen Otto-Karl. Sehr schön. So, entschuldigt bitte, ich muss ab und an mal was trinken. Es ist hier einfach heute unheimlich warm. Der wärmste Tag des Jahres. Im Moment. So, jetzt gucken wir mal, ob er das geschafft hat. Ich kann gerade nicht. Alter, wo rennst du denn hin? Macht eine Weltreise, ne? Bin in Hamburg angekommen, Schatz. Alles gut hier. Nun gut, ja. Yes. Ich das gewusst, hätte ich Kuchen da gehabt. Nun gut, also, wir wollen aber eigentlich ins Talentebuch gehen und wollen ihn mal so ein bisschen begutachten. Ich kann hier gerade unmöglich. So, jetzt weg. Müssen wir unbedingt gucken, ob das passt. 76%. Ich würde gerne mehr Zeit in der fesselnden Gegend. Na, sehr schön. Dann können wir gleich mal ein Blümchen
ein bisschen mit ihr reden. Es ist ein hübsches Gewand, das ihr tragt. Ein Moment, alles in Ordnung. Oh, das ist aber lieb von euch. Mensch, du hältst die Dame von der Arbeit ab. Selbstverständlich. Vom Himmel fallen, würdet ihr damit die Meere füllen. Na toll. Wie furchtbar ist sie eigentlich? Das ist der falsche. Hier bin ich. Eine Romanze beginnen. Ich wollte eigentlich nochmal mit der guten Aldalberta. Wir nennen sie mal Bertha. Bärchen. Ja, 100% ist okay. Einmal bestätigen, bitte. So. Ein Gedicht wie 100 Poeten. Das ist schön. So. Er kann im Moment nicht viel mehr machen. Wir müssten jetzt wieder ein bisschen warten. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt mal. Damit wir da mal ein bisschen... Und... Einmal... Jawohl. Bitte mit der guten Dame reden. So. Meine Dame, ich falle auf eure Dilettante. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Also die ist echt eine harte Nuss, das muss ich ja sagen. Und? Alter, ernsthaft? Jetzt sind wir auch noch verwundet? Okay, vielleicht suchen wir uns eine andere Dame, die ein bisschen einfacher zu knacken ist. 17? Och, wie niedlich. Christine. Ui, die ist ja... Wow. Fruchtbarkeit 100%, Produktivität 80. Wo lebt die? Wo lebt die gute Christine? Hamburg? Ach komm, komm, wir sind gerade schon dabei. Na, nee, nee, nee. Christine wollte ich haben. 87%. Ja, komm. Renn da mal hin. Du bist ja... Ist ja... Kann ja nicht so weit sein. Also, Hamburg, da sind wir schon in der richtigen Ecke. Ach, guck. Ihr seid die einzige Zier für mich. Ich habe zwar eine Frau, aber ihr seid die einzige. So. Dann geben wir der Guten mal... Ich bin zur Stelle. Ein Kompliment. Wird erledigt. Wir nehmen mal ein Gedicht von 100 Poeten. Alter, was ist denn hier los? 3 Uhr morgens und alles in Ordnung. Ja, vielleicht muss ich echt irgendwie Blumen mitnehmen oder sowas. Das ist ja unglaublich. Im Ernst jetzt? Boah, sie hasst uns. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Na gut, also... Lass mal auf, ehrlich. Wir suchen jetzt hier immer einen Markt und dann kaufen wir dir erstmal ein Pferd. Das geht ja gar nicht. Was ist denn hier los? Komm her hier. Ist was? So. Einmal dahin. Du kannst doch nicht hier rumrennen ohne Herd. Das geht ja mal gar nicht. Und was wir dann noch übrigens machen, ich will noch mal, ich möchte tatsächlich einen Stollen kaufen und das eigene eigenes Eisenerz produzieren. Aber das kommt alles dann bei Zeiten. Jetzt wollen wir Erich erstmal ein Reit... Jemand möchte eine Abmachung. Ja, wir machen es ein bisschen langsamer. Jetzt werden wir Erich erstmal ein Reitpferd kaufen, bitte. Eins. So. Und dann gehen wir mal nach Hause zu Erichs Rumpelbude. Und der gute Erich muss hier ganz eindeutig zack, klasse, mehr endlich wieder was zu tun. Arbeiten. Ich kann hier gerade unmöglich weg. Das ist überhaupt kein Problem. Und da hat er sein Pferdchen. Sehr gut. So, eine Anfrage für eine Abmachung. Wir sollen kein Pinkeln an Dienstagen verkaufen und kriegen dafür von Ratsassistentin Wipke Schrumpel. Ich leg noch einen Heiratsantrag. Nee, abbrechen. Nee, nee, nee. Das finde ich gut. Nein. Euer Handelspartner fühlt sich beleidigt. Die Dynastie Schrumpel. Das ist mein Brunnen. Bau den eigenen. Gibt's ja wohl gar nicht. Die Dynastie Schrumpel fühlt sich beleidigt, weil sie keinen Brunnen baut. Naja, okay, gut. Dann soll es so sein. So, jetzt gehen wir erstmal wieder zurück zu Nerds Hammerbutze. Da wollen wir bei Zeiten eigentlich auch mal das Gebäude mal aufwerten. Aber jetzt bleiben wir erstmal dabei. Dann werden wir uns jetzt nochmal in Ruhe erstmal die Zeit ein bisschen vertreiben
und uns nochmal die Talente angucken. Das ist nochmal wichtig für heute, denn wir brauchen ein neues Talent. Also, ich hatte überlegt, auf jeden Fall, möglicherweise in Richtung der Wissenschaft zu gehen. Dann hätten wir die Baderhütte, die finde ich sehr interessant. Dann könnten wir auch in Richtung der Gaunerei gehen, aber das finde ich nicht so spannend. Was natürlich immer geht, ist Nahrungszubereitung. Aber da ist ja auch unser Freund dran. Deswegen würde ich gerne unser Unternehmen oder allgemein die Dynastie auch in Richtung der Wissenschaft erweitern, dass wir dort weiterkommen. Denn wir haben ja grundsätzlich als Ziel, erlangt den Titel Freiherr, bekleidet ein Amt, verdient 20.000 Taler. Ein Familienmitglied kehrt von einer Fernreise zurück. Sehr schön, und das müssen wir noch... Die Gilde der Kaufleute gibt etwas bekannt. Das müssen wir noch erreichen. Jetzt müssen wir mal gucken, wer von einer Fernreise zurück ist und was die Gilde der Kaufleute von uns will. Und vor allen Dingen müssen wir Ich bin gerade beschäftigt. Müssen wir eigentlich den guten Erich auch gleich noch was machen lassen. So, jetzt müssen wir erstmal das Thema legen. Ein Amt ist unbesetzt. In Lübeck, das ist zu weit oben. Und eine Handelsreise war erfolgreich. Sehr schön. Wo ist denn der Gute? Was ist was? Da ist er, Balduin. Ja, gut, das freut mich. Man kann immer, also ja. Man kann in solchen Sachen nie genug haben. Eine Handelskarawane nach Rom. Meldet euch im Zeughaus. Na komm, Balduin, das machen das wir geht mal, schnell. Oder? Nein, da wollte ich nicht rein. Das geht schnell. Feier wird erledigt. Also, komm mal, mein Lieber. Ich würde sagen, wir gehen mal zum Zeughaus. Hallo? Nun, selbstverständlich. So, jetzt müssen wir das Zeughaus erstmal finden. Das ist dort. Zack. Ja. Und ich würde sagen, dem guten Balduin, den folgen wir mal. Wie er zum Zeughaus rennt. Ach, immer wieder schön. So. Ein Amt ist unbesetzt. Wo? Wahrscheinlich in einer anderen Stadt. Dann gehen wir mal zu ihr. Gut. Willkommen im Zeughaus der Stadt. Was kann ich für euch tun? Ich würde gerne dem Aufruf der Gilde der Kaufleute folgen. Der Aufruf der Gilde der Kaufleute führt mich zu euch. Ja, die Gilde der Kaufleute wird eine Handelskarawane entsenden. Seid ihr bereit, Ruhm zu erlangen? Ruhm in Rom? Ja. Ich bewerte eure Talente und Ausrüstung für dieses Wagnis als schlecht. Ja, das passiert. Mein Papa hatte dafür jetzt wenig übrig. 1900 Einfluss. Gott, wie komme ich denn dazu? Zur rechten Hand machen? Nein. Der gute Balduin ist mit einer Handelskarawane unterwegs. Naja, so, ein Amt ist unbesetzt. Welches wäre das? Ein Wachhauptmann. Das war mit Sicherheit auch nichts für uns. Jetzt ist der Richter, das war einer bestimmt in einer anderen Stadt, ne? Torwächter in Kiel, Stadtdiener. Ah, in Kiel wäre cool. Aber da haben wir nichts. Nee, gut. Haben wir nichts. Den guten Balduin lassen wir erstmal in Ruhe. Und... Verzeiht bitte. Dann sollten wir auch nochmal die Gebäude reparieren. Ein Fuhrknecht anheuern, einstellen. Ja, ich würde eigentlich auch gerne das Gebäude hier hinten updaten. Können wir das jetzt aufwerten? Ihr habt nicht die notwendigen Talente. Ja, den Talentbaum, den wollten wir uns ja grundsätzlich heute mal angucken. Also, wir brauchen als Talente... Das ist die Holzverarbeitung, das hier. Dazu brauchen wir den Patrizier. Dann sollten wir darauf erstmal sparen und möglicherweise hier auch kein Geld ausgeben. Ich bin einfach, also, wir machen wirklich mal das Thema Wissenschaft. Ich finde das einfach so cool. Dann gehen wir mal in Richtung des Baders.
und des Baders Nummer 2. Oder gehen wir in Richtung der Heilstube? Nee. Ich hätte gerne ein Bade. Ich hätte gerne ein Badezimmer. Das finde ich einfach cool, denn wir haben hier hinten, auch das habe ich mir nämlich schon mal angeguckt, eigentlich nicht so richtig Badezimmer. Wir haben hier eine Lagerscheune, hier ist eine Lagerscheune, da wird ein Rattenfänger gesucht, was auch immer da alles drin ist. Aber so viel produzieren wir ja gar nicht. Wir verkaufen den ganzen Kram ja. Bei denen ist natürlich anders, ne? Die haben ja einen Bauernhof. Wir können uns das mal angucken, ob die schon irgendwelche Produktionsprozesse haben. Die haben eine Hütte, einen Bauernhof der Stufe 2. Bauernhof, eine Windmühle, ne? Das ist klar, dann müssen die dazwischen lagern, um Mehl, Maden im Mehl zu produzieren und daraus dann in der Backstube was zu bauen. Das ist eine einfache Produktionskette. Das passt soweit. Ich würde aber deswegen hier erstmal nichts bauen. Ich möchte nämlich gerne, wenn das klappt, hier oben eine Badehütte setzen. Das ist meine Seife. Oh, das klingt gut. Das ist eigentlich, ja, genau. Zack. Dahin. Da soll unsere Badehütte hin. Das finde ich richtig klasse. Und dann können wir mal ein bisschen schneller machen. Und in den nächsten Folgen kümmern wir uns dann um die Badehütte, dass das in Gang kommt. Vor allen Dingen, dass wir hier Geld verdienen. Wir müssen unsere Betriebe mal auf Vordermann bringen. Und dann müssen wir mit Erich, das können wir heute nochmal machen. Ein neues Gebäude wurde errichtet. Was stehst du eigentlich so sinnlos hier rum, mein Bester? Wo ist denn Erichs Rumpelbude, beziehungsweise wo bist du überhaupt? Ist ja eigentlich auch egal, wo du bist. Geh mal bitte nach Erichs Rumpelbude. Obwohl, Moment, nee. Wieso machen wir das nicht einfach hier? Haben wir hier noch ein paar Rosen drin? Ah, wir haben noch ein paar Blumensträuße. Erich, mein Bester? Hier bin ich. Tu mal hierher kommen. Wird erledigt. Dann können wir hier ein paar Blumensträuße aufnehmen und noch ein bisschen besser um die Hand unserer neuen Geliebten anhalten. Und dann könnte es möglicherweise passieren, dass unsere geliebte Ehefrau Friederun, dass da irgendetwas passiert. Man weiß noch nicht was, aber das könnte passieren. So, dann müssen wir uns auch noch um den guten Karl kümmern. Mein Bester, ein Küsschen. Ich kann gerade jetzt nicht, bitte. Oh. Karl, mein Schatz, das ist schön. Ein Tänzchen in Ehren. Ach, verdammt. Ja. Ja. Mit der guten Gerlinde. Also das war echt ein guter Treffer. Das muss man ja mal sagen. Die hat hier eine richtig gute Mitgift mit reingebracht in die Ehe. Toll. Tja, mein Bester. Dann mal drauf da. Ich eile. Einmal Babys, bitte. So. Hier ist der gute Karl hoffentlich angekommen. Erich. Ist er schon da? Ich bin nicht sicher. Nee. Er ist noch unterwegs. Hier bin ich. Da ich ist bin er. Zur Stelle. Gut. Papa ist nicht zu Hause, mein Bester, aber du kannst dich gerne bei den Blumensträußen bedienen. Das ist ja durchaus wichtig. Einmal alle drei, bitte. Nimmst du dir am besten einen Waschlappen mit. Und dass du dich vorher nochmal wäschst. So. Und dann, mein lieber Erich, gucken wir mal, wo deine Geliebte ist. Adelberta. Echt? Die andere ist schon wieder rausgefallen. Das ist ja unglaublich. Jemand erwartet ein Kind. Es hat funktioniert. Dann sollten wir uns mal... Ach, guck. Die rechte Hand. Sie ist unverheiratet. Familie Biermann. Was, ich freue mich, euch zu sehen. Ja, da stellen wir uns mal vor. Die rechte Hand. Lena Biermann. Fruchtbarkeit. Nicht schlecht.
73%. Kluge Leute sollten zusammenhalten. Meine Dame, ich möchte mehr Zeit damit verbringen, meine Gedanken. Ich habe nichts anderes vor, also warum nicht? So, dann werden wir uns erstmal waschen. Das geht schnell. Ja, sie hassen uns, aber komm. Was soll's? Wie stehen denn, wie steht die denn? 364. Ah, ist nicht so schlimm. So, pass auf. Einmal ein paar kluge Sprüche raspeln an die Lena. Und dann können wir in der nächsten Folge einmal mit ihrem Papa reden, ob der das wirklich will. Macht's gut, bis dahin, euer Strategie. Ciao, ciao.